Hi, ich bin Jonas von Fotokoch und ich bin ja heute im Walzwerk in Pulheim. Hier macht die Fotokoch-Akademie auch ab und zu Workshops. Neben mir steht der Christian Laxander, der Fototrainer. Hi. Heute geht es bei uns um das Thema Perspektiven, wie auch im Schnappschuss und im Fotowettbewerb. Ja, dazu wäre gleich meine erste Frage. Warum sind Perspektiven in der Fotografie eigentlich so wichtig? Naja, Perspektive hat natürlich den charmanten Vorteil, wenn du deinen Standpunkt wechselst, dass du Bilder anders gestalten kannst, dass du einen anderen Look bekommst. Und das macht Fotografie ja so spannend, dass ich im Prinzip meine eigene Blickweise, die vielleicht nicht der normalen Blickweise entspricht, in meinem Foto zeigen kann. Und das ist mit modernen kleinen Kameras, die ich überall hinhalten kann, natürlich viel einfacher. Und das macht richtig Spaß. Okay, die normale Perspektive verlassen. Was ist die normale Perspektive? Beziehungsweise ja, das ist natürlich ein bisschen schwer zu beschreiben. Ja. Ne? Normale Perspektive gibt es in der Form eigentlich nicht. Wenn man jetzt sagen würde, man geht mal davon aus, was wir als Mensch mit unserem Auge sehen, dann würde man vielleicht das so beschreiben können, als die Perspektive ist der Punkt, aus dem ich das Bild oder meine Kamera das Bild sieht. Ja. Und das wäre normalerweise eben Augenhöhe, egal ob so oder so, also egal, ob du im Sucher oder im Display arbeitest. Okay. Das könnte man vielleicht als Normalperspektive so bezeichnen. Okay, wenn wir jetzt die Normalperspektive verlassen wollen, was gibt es denn sonst noch so für Perspektiven und wie kann ich diese sinnvoll einsetzen? Also das, was jeder kennt, ist natürlich Vogel- und Froschperspektive. Ja, ne? Moderne Kameras machen es einem da leicht, Klappdisplay, ich kann von oben fotografieren für die Vogelperspektive oder eben hier von unten, ne, die Froschperspektive. Das sind so die Sachen, die man kennt. Ich würde das Ganze aber gerne ein bisschen weiter fassen, weil es geht ja um Blickwinkel, um Sachen, die ich im Prinzip oder Situationen, wo ich mein Bild von einer anderen Position betrachte. Die ist so normal jetzt nicht aus der Augenhöhe. Und jetzt wird es richtig interessant, weil in der letzten Zeit, so in den letzten Jahren, gibt es ja ganz viel neues Zubehör, was es dir ermöglicht, Perspektiven zu eröffnen, die vorher nicht oder eben nur mit extrem großem Kostenaufwand möglich waren. Ich denke da zum Beispiel an eine Drohne. Stell dir vor, eine Drohne steigt nach oben und fotografiert im Prinzip direkt von oben nach unten. Diese Draufperspektive. Die konntest du vor ein paar Jahren als Hobbyist eigentlich gar nicht umsetzen. Jetzt kannst du und du bekommst natürlich einen ganz anderen Look und einen ganz anderen Winkel und natürlich auch viel interessantere Bilder. Oder denk nochmal weiter an anderes Zubehör, Tauchgehäuse zum Beispiel. Stimmt. Auch die gibt es für viele Kameras. Da kannst du jetzt Bilder schießen, wo ein Teil des Bildes unter Wasser ist und ein Teil über Wasser oder eben ganz unter Wasser. Das heißt, du hast wieder einen Blickwinkel, den du so sonst nicht hast. Ja. Und damit vergrößert im Prinzip dieses Zubehör deine Möglichkeit zu fotografieren. Und kleine, leichte Kameras, die du an Drohnen befestigen kannst, sind da halt nur ein Punkt. Da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr Sachen, wo man sagen kann, damit wird Fotografie interessanter und damit werden Bilder interessanter. Okay, wenn wir jetzt schon beim Zubehör sind, hier steht so ein schönes Tilt-Shift-Objektiv. Für was kann man das denn? Jetzt hast du mir natürlich vorhin schon verraten, dass du noch nie eins in der Hand hattest. Finde ich eigentlich ganz cool. Heute haben wir eins da. Das Tilt- und Shift-Objektiv hat genau den charmanten Vorteil, dass es eben die Perspektive ändern kann, dass es den Blickwinkel ändern kann, dass es die Schärfeebene beeinflussen kann. Normalerweise nutzt man das übrigens in der Architekturfotografie. Okay, genau, du siehst, man kann es nach oben und nach unten. Daher kenne ich es jetzt auch noch am ehesten mit Stativ und dann. Genau, so nutzen auch viele Leute das. Man kann aber, und das sieht man aktuell in der Fotografie relativ häufig, damit zum Beispiel auch Porträts schießen, um eben einen bestimmten Look zu kreieren. Und daran merkt man, wie wichtig diese Perspektive ist, um eben seine Bilder einzigartig zu machen, um einen neuen Look zu bekommen. Und darum geht es ja. Das Fotografieren muss Spaß machen und damit erweitert man im Prinzip seine Möglichkeiten. Okay. Hat die Brennweite dann auch bei Zoom-Objektiven was mit der Perspektive zu tun? Das ist ein bisschen schwerer zu beantworten, okay, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Die Brennweite hat erstmal nichts mit der Perspektive zu tun, weil bei der Perspektive geht es wirklich um den Standpunkt. Jetzt ist es aber so, dass häufig gesagt wird, aber ein Teleobjektiv, das staucht ja im Prinzip meinen Schärfebereich, dann macht einen anderen Ausschnitt und mein Weitwinkelobjektiv, das streckt den. Das stimmt natürlich vom Look her, aber es hat nichts mit der Perspektive zu tun. Ich erkläre auch kurz, warum. Ja. Wenn ich dich jetzt fotografiere mit einem, sagen wir, Porträtobjektiv und ich mache ein klassisches Porträt, dann schieße ich ein zweites Foto mit dem Weitwinkelobjektiv, dann hat es genau dieselbe Perspektive. Zumindest dann, wenn ich vom gleichen Punkt aus fotografiere. Wenn du die beiden Bilder anguckst, die sehen gleich aus. Ja. Auf dem Weitwinkelbild ist aber natürlich dein Kopf oder du generell viel, viel, viel kleiner. Yeah. Also man sieht einfach nicht so viel. Würde ich jetzt mit dem Weitwinkelobjektiv an dich herangehen,
dann würde ich einen ganz anderen Look bekommen. Dann habe ich aber auch meinen Standpunkt geändert und damit meine Perspektive. Also Perspektive bezieht sich auf den Standpunkt und nicht auf die Brennweite, auch wenn ganz häufig gesagt wird, ja, mit der Brennweite kriege ich aber einen anderen Look. Und das stimmt natürlich auch. Okay, ja. Dafür muss ich aber meinen Standpunkt ändern. Okay. Ne? Also die Erklärung, es ist immer ein bisschen schwieriger, ja, ein bisschen spezieller, aber du kannst natürlich mit unterschiedlichen Objektiven bestimmte Looks auch erzeugen. Okay, wenn wir jetzt schon beim Standpunkt wechseln sind, mit Festbrennweiten, die zwingen einen ja sozusagen ein bisschen zum Standpunkt wechseln. Ist das gerade gut, vielleicht für Einsteiger oder? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Es gibt einen Tipp, der sagt, ja, wenn ich eine Festbrennweite verwende, sagen wir mal ein lichtstarkes 50 mm Objektiv, dann bin ich kreativer, wenn ich fotografiere. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das stimmt auch für die meisten Leute. Warum? Weil sie durch die Brennweite, durch nur einen Bildwinkel dazu gezwungen werden, sich zu bewegen, sich dem Motiv anders zu nähern. Mhm. Also zu gucken, wie sieht es denn von links aus, wie sieht es denn von rechts aus? Mhm. Und für viele Leute bedeutet das einen Schub an Kreativität. Das muss nicht so sein. Du kannst auch mit einem Zoom-Objektiv dich bewegen und überall schauen. Dieser Zwang oder dieses Beschränken auf nur eine Brennweite führt aber bei den meisten Leuten dazu, dass sie einfach kreativer sind. Also von daher, pauschal stimmt es nicht, aber für die meisten Leute ist es ein guter Tipp, mit so einer Festbrennweite mal loszuziehen und mal zu gucken, was man damit alles anstellen kann. Okay, also ihr habt selber gehört, probiert selber aus, ob es für euch dann tatsächlich das Richtige ist. Wenn ich persönlich an Perspektiven denke, dann kommt bei mir immer das Bild vom deutschen Tourist, der den schiefen Turm vom Pisa festhält. Ist das auch eine Perspektive, beziehungsweise, ja, wie siehst du das? Ich weiß genau, welches Bild du meinst und mir fallen auch spontan noch weitere Bilder ein. Okay, ne? Ja. Die Leute, die die Sonne oder den Mond festhalten, die Kinder auf ihrer Hand halten. Klar, das hat alles was mit Perspektive zu tun. Da kann man sich immer drüber streiten, ob das jetzt kitschig ist oder ob das schön ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, da halte ich mich komplett raus. Okay. Aber du musst natürlich auch für solche Bilder den richtigen Standpunkt finden, also auch die richtige Perspektive. Von daher hat es schon was damit zu tun. Okay. Ja, hast du also ganz, ganz richtig vermutet. Perfekt. Dann bedanke ich mich bei dir für das interessante Gespräch und wünsche euch noch viel Spaß beim Schnappschusslesen. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.